Hallo liebe SCP-07-Fans, willkommen zurück beim Format Meine Traum 07. Ich spiele heute gegen Ficho und wir haben hier Spieler aus der Saison 2009-2010 vor uns liegen. Und ja, wir würden glaube ich direkt mal starten. Und der Ficho darf beginnen. Ich würde dann Tim Wiese nehmen. Aus dem Grund, weil ich auch damals ein bisschen, ja, Werder Bremen-Fan war und war jetzt nicht so fokussiert auf die Torhüterleistung, aber ich fand damals die Trikots ganz schön bei Werder Bremen. Vor allen Dingen auch die Torhüter haben damals gelbe, auffällige, pinke Trikots gehabt und der Wiese mit seinem verrückten Spielstil ist einfach auffällig gewesen für mich, deswegen würde ich Tim Wiese nehmen. Ja, und weil du ein riesen Wrestling-Fan bist, ne? Ja, genau. Dann würde ich mich für den damals sehr jungen Manuel Neuer entscheiden. Noch bei Schalke 04. Ich denke, er hat damals auch schon gezeigt, dass er mal ein ganz großer wird. Das wäre mir jetzt ganz wichtig, wenn ich da anfangen darf. Bin ich mal gespannt und ich darf als erstes. Dann würde ich Naldo nehmen. Einfach auch, weil er sehr torgefährlich war und ich glaube, jeder kennt seine Freistöße, wo er 20 Meter Anlauf nimmt und einfach raufbolzt. Für mich ein sehr interessanter Spieler gewesen damals. Dann nehme ich Philipp Lahm und würde ihn jetzt hier auch auf die linke Seite packen. Ja, also der muss in dieser 11 oder in dieser 7 bei mir drin sein. Und das ist wichtig, so ist der Konkurrent immer ein bisschen unter Druck. Eigentlich muss ich Mats Hummels nehmen, aber ich nehme Hüpje, weil ich damals schon ein bisschen Angst hatte vor seinem Gesicht, von seinem Ausdruck, von seiner Statur her. Ich glaube, jeder Stürmer hatte Respekt vor dem Gegenspieler, deswegen nehme ich Hüpje als zweiten Innenverteidiger. Tolle Wahl, ich entscheide mich aber für Heiko Westermann. HW hat gerne mal das Spiel des Gegners zerstört, vielleicht manchmal auch das Spiel der eigenen Mannschaft, aber neben Philipp Lahm räumt er da einiges ab. Klar, das ist die positivste Nachricht heute. Jetzt geht's ums Mittelfeld und ich darf beginnen. Zu den Mittelfeldspielern habe ich zwei Spieler, damals ein Trikot geholt. Mal schauen, ob Tobi einen davon nimmt. Ich denke aber ja nicht. Ich hatte ja auch von einem ein Trikot, aber den nimmst du ganz sicher nicht, das weiß ich. Okay, ja, ich nehme auf jeden Fall mal Bastian Schweinsteiger. Als Leader will ich auch jetzt schon als Kapitän hier bei meiner 7 machen und stelle ihn ins Zentrum als Lenker und Denker. Da haben Sie ein gutes Gespür. Ich würde Misimovic nehmen. Tolle Freistöße geschossen, was ich auch in Erinnerung habe. Und ja, habe das Gefühl, dann sein Trikot zu tragen und habe dann gerne Fußball gespielt mit seinem Namen auf dem Rücken. Wie so eine Position, ich denke, Experten nennen das Spielmacher. Als nächsten nehme ich Alexander Chleb. War früher blühender VfB-Fan und von ihm hatte ich auch ein Trikot und ich brauche ein bisschen Tempo und Dribbelkünste in meiner Mannschaft und deswegen kommt er bei mir auf die linke Seite. Okay, dann nehme ich Nuri Sahin, von denen hatte ich auch ein Trikot. Damals glaube ich ein Youngster mit 17, ich glaube einer der jüngsten Spieler, jetzt noch, der für die Bundesliga dann auch gespielt hat, auch einen tollen Distanzschuss gehabt. Ja, ich mag generell in meiner Mannschaft viele Spieler, die Tore schießen, deswegen ist es bei mir ein Tick offensiver. Okay, als letzten Mittelfeldspieler entscheide ich mich für Carlos Eduardo. Sehr, sehr technisch versierter, guter Spieler, der da auf meiner rechten Seite aufdribbelt. Ich würde als letzten noch Marco Marin nehmen. Tatsächlich habe ich noch kein Trikot von ihm. Wollte ich gerade fragen, ja. Ja, man sieht hier auf jeder Position einen Bremen-Spieler. Ich war damals wirklich, mochte ich Bremen anzuschauen. Ein kleiner, wendiger Spieler, der ja immer was Spezielles im Kopf hatte. Und deshalb
muss er auch bei mir im Mittelfeld stehen. Ich glaube, du darfst, oder? Entscheiden? Oder du darfst ziehen? Ich darf ziehen. Jetzt muss ich einen Bremen-Spieler nehmen, damit du nicht. Na ja, ich glaube, diesmal entscheide ich mich für den anderen. Du musst es ja den Trainer fragen. Kevin Kurani wäre natürlich auch. Aber nein, ich nehme die Bundesliga-Legende Claudio Pizarro. Zum einen, damit Ficho nicht hier den nehmen kann. Und zum anderen war er natürlich absoluter Knipser da vorne drin und immer für ein Tor gut. Ja, der tut hier meiner 7 auf jeden Fall gut. Ich habe das nicht erwartet, die Bildschirme da zu sehen, meine Tore und alles, was ich hier gemacht hatte. Das war sehr emotional. Ich merke gerade, dass ich wirklich alle Bremen-Spiele habe, außer Claudio Pizarro. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich würde aber, ja, ich schwanke zwischen Robben oder Dzeko, aber damals war ich nicht so der Bayern-Fan. Aber Robben war so für mich so der einzige Sympathische bei Bayern. Aber ich glaube, das ist auch normal. Ist auch gut. Ja, aber ich entscheide mich trotzdem für Dzeko. Und tatsächlich habe ich von ihm auch ein Trikot gehabt. Das war eine große Überraschung, kann man so sagen, für alle hier in Deutschland. Für mich auch, natürlich. Wie viele Trikots hast du zu Hause? Ja, sehr viele. Okay. Damals von meinen Eltern, von meiner Oma, zu Weihnachten sehr viele Trikots bekommen. Ja, zu Dzeko muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Top-Stürmer, viele Tore geschossen für den Wolfsburg und auch jetzt eine super Karriere hingelegt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Elf. Wir haben jetzt noch einen Tauschjoker, aber ich weiß gar nicht, ob ich den benutzen will. Muss ich mal überlegen. Ja, also ich tausche auf jeden Fall. Ich weiß. Darf ich raten? Du kriegst Heiko Westermann. Ja, wusste ich doch. Und ja, ich klaue nochmal einen Bremer von dir. Okay, das war mir klar. So, ab, Naldo. Köpf die Dinger rein. Dann nehme ich von dir. Nicht so zufrieden, ne, mit meinen Spielern, habe ich das Gefühl. Du willst keinen haben? Doch. Entweder Claudio oder Schweini. Ich nehme Schweini. Dein Captain ist weg. Was sagst du dazu? Ich hab einige Kapitänstypen hier. Jetzt ist es lahm, okay? Ja, okay, das ist irgendwie Nuri Sahin, da gibt's, passt jetzt auch perfekt. Habe ich einen zentralen Mittelfeldspieler. Da darf sowas nicht passieren. Da dürfen sich nicht einige rausnehmen und sowas machen. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Okay, ihr könnt gerne abstimmen, welche 7 euch am besten gefallen oder welche 7 ihr am besten wählen würdet. Ist es mein Team oder ist es Tobis Team? Ganz schwer zu sagen, aber ich glaube, dass mein Team gewinnen würde, mich als Trainer. Und wenn Ficho gewinnen sollte, dann zeigt er euch auch alle Trikots, weil er hat ja alle, auch alle Trikots von den Spielern zu Hause im Schrank hängen. Kann ich gerne machen. Oder wenn du verlierst. Jetzt musst du Werbung machen. Wenn ich gewinne. Wenn du gewinnst. Okay. Ja, dann könnt ihr auch für ihn abstimmen. Okay. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Zugucken und bin gespannt auf eure Abstimmung. Bis bald. Ciao. Ciao.